Herzlich willkommen zur Think Big Digital Werkstatt, zum Think Big Digital Werkstatt Videochat. Heute zum Thema Datenschutz und wie ich gerade sehe, mit sehr viel Sonne heute in meinem Büro. Also in Berlin ist es ja 1A Wetter. Ich hoffe bei euch allen auch. Aber ich hoffe auch, dass ihr trotzdem vor euren Geräten sitzt, um euch diesen wunderbaren Chat anzuschauen und eure Fragen zu stellen, eure Kommentare, die wir hier live in der Sendung beantworten werden. Wir haben heute den Friedhelm Lorig dabei von medienbildung.com. Hallo Friedhelm. Hallo. Der heute für uns als Experte am Start ist. Und netterweise und super, dass du dabei bist, ein Projektmacher, ein ThinkBig-Projektmacher, den Freddy. Hallo, grüß dich. Servus. Genau, und Freddy wird euch später auch noch erzählen, was er denn für ein Projekt bei ThinkBig durchführt. Thema ist heute Datenschutz. Datenschutz ist eine sehr wichtige Sache, obwohl viele immer sagen, ich habe eigentlich nichts zu verbergen, das brauche ich alles irgendwie nicht, das geht schon klar, brauche ich einfach alles nicht. Wir wollen euch heute eines Besseren belehren, beziehungsweise der Friedhelm wird euch jetzt, wird jetzt etwas Zeit haben, euch etwas zu erklären. Und jetzt nochmal von mir die Bitte, ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und zwar innerhalb der Kommentare, entweder auf unserer Digitalwerkstatt-Seite, dort befindet sich unten ein Discuss-Kommentarfeld. Dort könnt ihr reinposten. Wenn ihr dieses nicht seht, dann habt ihr vermutlich ein Ghostery oder ein Adblocker-Add-on installiert, welches euch das blockiert. Also hierfür ausschalten und nochmal neu starten. Oder ihr könnt direkt bei YouTube in die Kommentare schreiben. Also nutzt es. Oder bei Facebook in die Veranstaltungsgruppe könnt ihr auch sehr gerne posten. Und mit diesen Worten würde ich abgeben an den Friedhelm. Bis nachher. Und vergesst das Posten nicht. Ja, danke schön, Matthias. Adblocker und Ghostery sind ja schon mal direkt zwei super Tools. Wer die hat, ist schon mal relativ fit in Sachen Datenschutz. Schade, dass wir die heute dann ausschalten müssen dafür, aber an sich ist es eigentlich schon was ganz Gutes. Wie du es schon ein bisschen eingeleitet hast, Datenschutz ist ein ganz großes Thema, ganz vielschichtig, aber auch ein bisschen sperrig und ein bisschen, man weiß nicht genau, das so schwebt so im Bereich zwischen technischen und juristischen Aspekten. Da geht es dann auch so um die Sache, was ein Persönlichkeitsrecht oder was ist mit Daten, die über mich irgendwie anfallen. Und dann gerade bei den Projekten, wenn ihr da irgendwie mit Teilnehmern zu tun habt oder mit Jugendlichen oder mit Minderjährigen generell, was müsst ihr da beachten, um euch da richtig zu verhalten und was ist da überhaupt von euch für Relevanz? Ich habe da ein paar Folien vorbereitet und würde deswegen jetzt einfach mal in meine Präsentation wechseln. Das mache ich jetzt mal gerade mit der Bildschirmteilen-Funktion und dann hoffe ich, dass ihr jetzt meine PowerPoint seht. Wenn ich nichts Gegenteiliges höre von unserem Moderator, dann gehe ich davon aus, dass ihr die seht. Vielleicht kurz zu mir. Ich komme von Medien und Bildung und bin aber mit der Hälfte meiner Arbeitszeit beim rheinland-pfälzischen Landesdatenschutzbeauftragten untergebracht. Habe da halt vor allem im Bereich Bildungsprojekte und Datenschutz zu tun. Deswegen ist da die Anknüpfung zu meinem Tätigkeitsfeld gegeben. Wie man ja in dem kleinen Cartoon hier sieht, also Daten werden von vielen Leuten gerne interessiert angeschaut, gerade auch wenn es um Jobfindung geht oder so. Die ganzen Personaler, die schauen alle, was steht so im Netz und das sind zum Teil Sachen, die man da Jahre vorher reingeschrieben hat und eigentlich gar nichts Böses bei gedacht hat und die können dann von völlig Fremden oder völlig verschiedenen Gesichtspunkten völlig falsch gedeutet werden und das kann dann durchaus mal so laufen, wie man es eigentlich gar nicht gerne gehabt hätte. Was ich euch erzählen werde, ist, was verstehen wir unter Datenschutz? Was sind Daten, die schützenswert sind, also sensible Daten? Warum sollte man die schützen? Und wo fallen sie an? Jetzt zum Beispiel, wie fallen in euren Projekten sensible Daten an? Und dann will ich euch noch ein bisschen was erzählen, was ich konkret tun kann, um
Daten von mir zu schützen oder was ich zum Beispiel machen kann, um das Mitlesen von Daten zu verhindern, mit Verschlüsselung beispielsweise. Ja, Datenschutz. Da geht's nicht, vielleicht wie der Begriff vermuten lässt, um das Schützen von irgendwelchen Dateien, dass sie nicht gelöscht werden können oder irgendwie um das Archivieren von irgendwelchen Ordnern, sondern es geht halt wirklich immer um personengeschützte Daten, also Daten, die eine Person beschreiben oder die zu einer Person gehören und die vor dem Zugriff und vor dem Ausspähen durch andere geheim gehalten werden sollen. Also das Ganze dient im Prinzip dem Schutz von Privatsphäre und von euren Persönlichkeitsrechten. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Daten, was man als sensibel oder weniger sensibel einstuft. Also grundsätzlich mal so Name, Adresse, Alter oder zum Beispiel auch bei Kindern und bei Schülern Sachen wie Nicknames. Das sind alles Sachen, die Rückschlüsse auf den Besitzer des der Daten haben könnte. Natürlich Kontaktdaten, Mail, Telefonnummer etc., also alles, was mit einer realen existierenden Sache verknüpft ist. Ganz interessant vielleicht auch, wenn ihr Projekte macht im Bereich Jugendhilfe oder irgendwelche Viertelarbeit, Streetworking, da habt ihr es dann häufiger mit Teilnehmern zu tun, die vielleicht Hartz IV bekommen oder sowas. Das heißt, das sind dann auch nochmal Daten, die natürlich ein bisschen sensibel sind. Gesundheitsdaten generell, da fallen zum Beispiel auch Daten über irgendwelche Behinderungen drunter. Also wenn ihr beispielsweise ein Inklusionsprojekt macht und dann irgendwie sammelt, was für Beeinträchtigungen bei den Teilnehmern aufkommen sollten. Sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit, wenn ihr was zu Migration oder zu Islamismus macht und sowas und habt da Teilnehmer und sammelt das in irgendeiner Form, das fällt da drunter. Genauso, wenn ihr ein Projekt macht gegen Homophobie und habt dafür vielleicht irgendwelche Sachen gesammelt. Und natürlich technische Daten, also sowas wie die IP-Adresse. Das heißt, wenn ihr eine Webseite betreibt, dann könnt ihr ja, wenn ihr irgendwelche Cookies installiert habt, auch die IP-Adressen der Besucher der Seite sammeln und das machen viele sowieso, das macht der Staat, das macht die Polizei, das machen auch irgendwie Dienste wie Google und Facebook und da kann man natürlich auch was draus ablesen und so weiter und so weiter. Also sensible Daten, das ist ein Bereich, der endet nicht bei irgendwie 5 Kategorien, sondern unter den richtigen Aspekten kann man sehr vieles als sensibel benutzen. Also man kann immer überlegen, sind das Daten, die irgendeiner Weise missbraucht werden könnten. Wichtig ist halt, dass es sich bei sensiblen Daten immer um personenbezogene Daten handelt. Ich sage gleich noch was zu, was mit statistischen Daten und anonymen Daten zu achten ist. Das ist da alles nicht so kritisch, aber hier geht es uns wirklich um Sachen, die auf eine Person zurückzuführen sind und die genauer beschreiben würden. Ja, warum sollte man die schützen? Also ist ganz klar, ich versuche, wenn ich Daten über eine Person habe, da kann ich ein Profil bilden. Das heißt, dass ich kann feststellen, der hat einen Vornamen, der ist diesem oder jenem Kulturkreis zuzuordnen, der wohnt vielleicht in diesem oder jenem Stadtteil, also schlussfolgere ich daraus, dass das und das auf den zutrifft. Das kann zutreffen, das muss aber nicht zutreffen. Das heißt also, da kann man ja durchaus mal auch Fehlschlussfolgerungen ziehen. Ganz viele Daten werden zur Werbung genutzt, das muss nicht weiter stören, das kann aber natürlich auch ein bisschen nervig sein. Also beispielsweise, Think Big ist ja ein Projekt, was von O2 gemacht wird und jetzt könnte man natürlich sagen, oh, dann sammeln die natürlich die gesamten Daten von allen Think Big Teilnehmern und allen, die da irgendwie an Projekten teilnehmen und schicken denen dann, sobald die 18 werden, super Handyverträge. Das haben die natürlich direkt ausgeschlossen. Also steht in den Datenschutzerklärungen von Think Big auch drin, dass das natürlich nicht gemacht wird und die Sachen nicht für Werbung verwendet werden. Aber das kann natürlich passieren, wenn ich auf irgendwelchen Seiten oder irgendwo was von mir angebe. Ich kann natürlich auch Benachteiligungen dadurch haben, also zum Beispiel, wenn ich aufgrund eines Profils, was über mich gebildet wird, dann irgendwas nicht bekomme, Beispiel Bewerbung, ich habe irgendwelche alten Partybilder von mir im Netz stehen und dann sucht sich der Personalchef das raus und sagt, nee, der geht ja jedes Wochenende Komasaufen machen. Ich kann, gerade bei Schülern kann das noch ein Fall sein, auch Opfer von Mobbing werden, also wenn irgendwas über mich bekannt wird an der Schule, was ich eigentlich geheim halten wollte, aber das ist halt irgendwie aufgedeckt worden. Das kann ganz schön,
fies werden. Ich kann auch über meine Daten bedroht werden, dass Leute irgendwas über mich wissen, in Erfahrung gebracht haben, mit dem sie mich erpressen können. Wissen ist Macht und Daten sind ganz klares Wissen. Was generell zu beachten ist, wenn ihr Daten erhebt in euren Projekten, dass ihr euch anschaut, ist es überhaupt erforderlich, die Daten zu erheben? Also brauche ich diese Daten? Zum Beispiel, ihr macht eine Teilnehmerliste von einer Veranstaltung. Dann tragt ihr rein, Vorname, Nachname, vielleicht noch die E-Mail-Adresse, um den Teilnehmern später noch was zuzuschicken. Dann ist die Frage, brauche ich auch noch das Geburtsdatum oder brauche ich den wo noch? Das heißt, versucht, die Daten, die ihr in euren Projekten ansammelt, generiert, wirklich auf das zu beschränken, was ihr wirklich braucht. Zweckbindung heißt, dass ihr das auch nur dafür verwendet, wofür ihr es braucht. Also wenn die Leute euch zum Beispiel ihre Adresse geben, weil ihr denen später ein Zertifikat zuschicken sollt, dann nehmt die Adresse natürlich nicht und verkauft die weiter an irgendwelche anderen, sondern wirklich nur für den Zweck Teilnahme an einem Projekt. Löschung ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Wie lange haltet ihr die Daten vor? Ihr müsst natürlich im Rahmen des Projektzeitraums und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus die Daten haben, um, falls noch Unklarheiten sind, irgendwas nochmal belegen zu können. Aber ihr braucht die in 5 Jahren nicht mehr. Also setzt bei euren Sachen, die anfallen, immer irgendwie eine Beschränkung rein, wann das Ganze gelöscht wird. Ja, also wo das bei euch zum Beispiel anfällt, das ist, wenn ihr irgendwelche Anmeldeformulare habt. Also wenn es darum geht, dass die Leute an einem Wettbewerb teilnehmen sollen, da müssen die wahrscheinlich verschiedene Sachen ausfüllen. Und da könnt ihr dann halt überlegen, was brauche ich, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Muss da das Alter mit rein? Ist bei einem Wettbewerb für Kinder und Jugendliche vielleicht interessant, wenn ihr Preise verschenkt? Nehmen wir an, ihr verschenkt Computerspiele. Dann ist es natürlich wichtig, dass ihr jetzt nicht dem 6-Jährigen ein USK 16 Spiel schickt. Habe ich schon gesagt, Teilnehmerlisten, die kann man unendlich breit ausfüllen, die kann man aber auch auf das beschränken, was man braucht. Und da müsst ihr halt wirklich überlegen, müsst ihr da alle Informationen, die man abfragen könnte, wie Lieblingsfarbe, Anzahl der Geschwister und so weiter, reinmachen oder nicht. Und wenn ihr Umfragen macht, also ihr könnt ja auch zum Beispiel in einem Projekt, sagen wir mal, ihr arbeitet irgendwie an der Schule oder sowas mit einem Projekt und möchtet da irgendwas herausfinden und macht dann einen Fragebogen und gebt den rum. Da ist natürlich auch die Frage, was braucht ihr alles von den Leuten? Das ist auch insofern für die Leute, die sowas ausfüllen müssen, natürlich immer angenehm, wenn man möglichst wenig ausfüllen muss, weil das kostet ja auch alles Zeit. Also das kennt ihr alle im Netz, wenn ihr irgendwelche Formulare ausfüllen müsst und es werden 1000 Sachen abgefragt, das nervt ja dann irgendwann. Genau, also ganz viele Stellen, wo da bei euch was vorkommen könnte. Was ich schon gesagt habe, es gibt Daten, die sind gar kein Problem. Da fallen zum Beispiel anonyme Daten drunter. Also wenn ihr beispielsweise eine Statistik macht, dass ihr euch an eine Bushaltestelle stellt oder an einen Bahnhof und zählt dann da zum Beispiel, wie viele Leute von denen, die rauskommen aus dem Zug, Fahrräder dabei haben, weil ihr dann schlussfolgern wollt, aha, so und so viel Prozent der Leute, die da aussteigen, haben Fahrräder, deswegen, wenn wir da in unserem Projekt einen Fahrradständer hinbauen, muss der so und so viel Raddinger haben. Dann sammelt ihr natürlich Daten, aber die sind ja nicht zuordnenbar, das sind keine personenbezogenen Daten. Gar kein Problem alles. Wenn ihr eine Internetseite betreibt, dann ist es nicht verkehrt, beziehungsweise ist es zum Teil sogar vorgeschrieben, dass ihr da was zum Datenschutz reinschreibt. Das könnt ihr entweder machen, dass ihr es jetzt im Impressum schreibt oder eine eigene Datenschutzerklärung auf die Seite macht. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Und zwar da habe ich ein Projekt, das Projekt macht einen Malwettbewerb und die haben dann bei sich im Impressum was hingeschrieben und zwar gibt es da einen Punkt, der heißt Datenschutz und ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. So, und die haben also einfach in diesen üblichen Impressumssachen, die jede Seite in Deutschland haben muss, hinzugeschrieben, was passiert. Also es können Zugriff auf bestimmte Besuche der Seite gemacht werden, da steht aber hier auch noch, die Daten werden anonymisiert. Dann steht auch noch hier, dass die Daten, dass es keine kommerzielle Verwendung und keine Weitergabe der Daten gibt. Das heißt also, sowas könnt ihr da reinschreiben. Es gibt auch da Mustertexte, was man machen kann.
Ihr könnt natürlich auch ein eigenes Punkt Datenschutz machen. Also ich habe hier zum Beispiel jetzt mal die Seite von meinem Arbeitgeber rausgesucht. Die haben das ganz einfach gemacht. Hier unten gibt es neben dem Punkt Impressum noch einen Punkt Datenschutz. Und da haben die dann einen Text reingeschrieben. Da steht dann zum Beispiel drin, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Da stehen auch irgendwo die Löschungsfristen und was für Daten gespeichert werden. Das heißt also, das könnt ihr, wenn ihr eine Seite betreibt, entweder ins Impressum schreiben oder schreibt es auf eine eigene Seite und nennt die dann so. Genau, ich gehe mal gerade wieder zurück in meine Präsentation. Ach so, doch, da bin ich ja eigentlich noch an der richtigen Stelle, genau. Was nämlich der Grundsatz ist, wenn ihr so eine Datenschutzerklärung oder so einen Datenschutztext auf eine von euren Seiten schreibt, ihr müsst über Umfang, Zweck und Verwendung der Daten berichten, also was ich ja eben gesagt habe, ihr müsst die sagen, warum ihr überhaupt Daten braucht, für welche Zwecke. Dann müsst ihr auch hinschreiben, wann die gelöscht werden. Sowas muss reingeschrieben werden. Bei den meisten Diensten kommt wahrscheinlich auch was mit der Verarbeitung außerhalb von Europa drauf. Da gibt es dann zum Beispiel einen Text, wo man sagt, Daten können auch an Facebook weitergegeben werden. Das unterliegt dann nicht mehr im europäischen Standard. Ganz wichtig ist, dass ihr eine allgemeinverständliche Form macht. Das heißt also in der Sprache nicht zu juristisch. Und das Ganze vor die Beginn der Nutzung gestellt wird. Das heißt also nicht, nachdem ich erst meine Daten eingegeben habe, dass ich erst danach die Datenschutzinformationen bekomme, sondern die müsst ihr vorher bekommen. Das ist ja auch bei dem Google Hangout so gewesen, dass man, bevor man seine Kamera aktiviert hat, erstmal was zustimmen musste. Mit der einfach verständlichen Sprache, da zeige ich euch mal ein Beispiel, und zwar gibt es eine Seite, die heißt youngdata.de. Das ist eine Seite, wo es um Datenschutz geht, aber so Zielgruppe eher Jugendliche. Und die haben ihre Datenschutzerklärung, die findet man hier oben, direkt sprachlich so aufgepasst, dass die sich an Jugendliche richtet. Das heißt also, es wird immer gesprochen von du und deine. Und das Ganze ist ein bisschen leichter erklärend geschrieben. Das heißt also, es wird nicht mit Paragraphen um sich geworfen, sondern die Sachen, die da relevant sind, werden in einer halbwegs verständlichen Sprache erklärt. Das sind zum Beispiel Texte, die könnt ihr euch als Ausgangslage nehmen und dann anpassen, je nachdem, was ihr denn braucht. Okay. Wo es vielleicht auch noch relevant ist oder interessant für euch, dass ihr was zu Datenschutz macht, ist, wenn ihr zum Beispiel ein Plakat entwerft. Das ist jetzt auch mal wieder das Beispiel von dem Malwettbewerb, was ich gerade hatte. Und zwar, die haben das so, die haben für ihren Wettbewerb ein Plakat gemacht, was auf den Wettbewerb hinweist. Und dann haben die hier unten im Kleingedruckten, das sieht total kleingedruckt aus, aber da das Plakat in A1 ausgedruckt wird, ist es dann schon später groß, haben die nämlich direkt draufgeschrieben, was im Rahmen dieses Wettbewerbs passiert. Und da steht dann eben drauf, alle Daten werden vertraulich behandelt und nach dem Ende des Wettbewerbs gelöscht. Das heißt also, damit ist direkt in der Ausschreibung für das Projekt die Datenschutzerforderlichkeit erfüllt, indem man draufgeschrieben hat, was damit passiert. Sehr einfache Geschichten. Wenn ihr da irgendwas nachlesen wollt, da ist relevant für euch der Paragraph 13 vom Telemediengesetz. Das findet ihr auch manchmal als TMG abgekürzt. Ist eigentlich überall gut zu finden. Dann erzähle ich euch ganz kurz noch was, wie ihr denn, das hier war jetzt alles so diese juristischen Sachen, was ihr beachten müsst, damit ihr auf der sicheren Seite seid, aber wie man Daten schützen kann, da gibt es ja auch noch Sachen, die man direkt selbst machen kann, so ein bisschen der Bereich Selbstdatenschutz. Eine Sache, das werdet ihr wissen, das verwendet jeder von euch, ist natürlich ein anständiges Passwort zu machen, und da gilt natürlich, die Länge ist entscheidend, also mehr als 8 Zeichen, Groß- und Kleinschreibung. Wählt Zahlen, macht Symbole. Ihr könnt da auch sehr schön mitspielen, dass ihr in einem Wort, was ihr euch gut merken könnt, einzelne Buchstaben durch Symbole ersetzt. Das Ganze dient dazu, dass Computer und Algorithmen, die sich auf Passwortknacken spezialisiert haben, einfach je mehr Sonderzeichen und je mehr Zahlen drin sind, umso länger brauchen. Auch mit jeder Länge von jedem Zeichen
nimmt ja exponentiell dann die Wahrscheinlichkeit von 50 mehr Kombinationen zu. Und das heißt also Länge plus ein großer Zeichensatz, das ist schon mal eine wichtige Sache für alle Accounts und für das Ganze. Ganz wichtig, auch wenn es ein bisschen nervig ist, natürlich nicht ein Passwort, auch wenn das ein super Passwort ist, für alle meine Dienste holen. Weil das wäre das Problem, wenn ich zum Beispiel das Passwort, was ich für meinen Instagram-Account habe, was ich für meinen Google-Account habe, was ich für mein E-Mail-Konto habe, wenn das immer das gleiche ist und einer das mal rausfindet, dann probiert der einfach mal die ganzen anderen Dienste noch durch und wenn das mit einem Passwort in alle Dienste reingeht, dann hat man natürlich einen, der das Passwort hat, das sehr, sehr leicht. So viel zum direkten Schützen von euren Dateien. Jetzt gibt es aber auch die Überlegung, gerade so in den letzten 2 Jahren, wo man gesagt hat, man weiß ja nicht, wer so alles zuhört, Geheimdienst, BND, NSA, dass man Daten verschlüsseln kann. Und dazu gibt es eigentlich 2 ganz einfache Tools. Eines ist 7-Zip, das ist ein ZIP-Programm, kennt vielleicht der ein oder andere von euch oder die ein oder andere. Damit könnt ihr jede beliebige Datei verschlüsseln. Nehmen wir an, ihr habt sensible Daten über eure Projektteilnehmer und wollt die von dem einen zum anderen schicken. Dann packt die nicht in eine E-Mail, weil E-Mail ist unverschlüsselt, die kann jeder mitlesen, sondern macht aus der Datei irgendeine verschlüsselte Geschichte. Wie das mit 7-Zip geht, das ist eigentlich total einfach, das zeige ich euch mal gerade. Da wechsle ich mal gerade wieder in meinen Desktop rein. Also nehmen wir an, ich habe zum Beispiel hier ein Word-Dokument, in dem ich meine Projektteilnehmer gelistet habe und jetzt gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus. Es geht um ein Inklusionsprojekt, das heißt, ich habe da die Namen und die Adressen und den Grad der Behinderung, weil es darum geht, ob Rollstuhlfahrer barrierefrei oder sonst was, ADHS, Medikamente, von 20 Teilnehmern drin. Und die muss ich jetzt einem anderen meiner Projektkoordinatoren zukommen lassen, weil der vor Ort für den Aufbau von irgendeiner Veranstaltung, ja, das machen muss. Wie gesagt, wenn ich das so schicke, E-Mail ist wie Postkarte, kann jeder mitlesen, mache ich das Ganze mit 7-Zip eine Verschlüsselung. Ich gehe also, wenn ich 7-Zip installiert habe, drauf, sage mir, zu Archiv hinzufügen. Zu einem Archiv hinzufügen, da haben wir es. Und jetzt kommt so ein kleiner Dialog auf, ziemlich, könnt ihr eigentlich ziemlich so belassen. Ich wähle jetzt mal aus, dass das Format sein soll 7Z, also das ist das 7-Zip eigene ZIP-Programm. Das hier kann ich lassen, das ist einfach nur was zur Dateigröße. Wichtig ist, dass hier diese AES 256 Verschlüsselung an ist. Ich kann sogar noch einen Trick machen, ich kann auch noch den Dateinamen verschlüsseln lassen. Das heißt, wenn dann da drauf steht, Teilnehmerliste von Inklusionsprojekt in Mainz-Kastell, dann steht das später da nicht mehr so drin, sondern dann kann man das nur lesen, wenn ich ja mein Passwort vergeben habe. Das gebe ich hier ein, nehme ich natürlich auch ein sehr starkes Passwort, also so und noch ein Sonderzeichen und das Ganze muss ich natürlich bestätigen. So, und dann verpacke ich mir das. Und ich habe mich schon vertippt, da war das Passwort so stark, dass ich mich vertippt habe. Und das Ganze haben wir hier nochmal. Gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Hervorragend. Jetzt wurde die Datei gepackt und wurde mir jetzt auf dem Desktop abgelegt. Diese Datei, wenn ich die jetzt öffnen möchte, sage ich mal mit 7-Zip öffnen. Was passiert? Ich werde nach dem Passwort gefragt. Das heißt also, erst brauche ich das Passwort, um es zu öffnen. Das heißt, die Datei, die kann ich jetzt verschicken. Und dadurch, dass dieses 7-Zip diesen Kompressionsalgorithmus hat, das haben wir ja eben einstellen können in dem Fenster, dadurch kann, selbst wenn die jetzt von jemand abgefangen wird, wenn ihr sie zum Beispiel in einem offenen WLAN verschickt, kann damit niemand was anfangen, beziehungsweise der bräuchte sehr, sehr, sehr lange oder sehr starke Rechenpower, das zu entschlüsseln. Und das Passwort dazu, das teile ich dem Empfänger halt auf andere Weise zu. Also es ist natürlich nicht sinnvoll, wenn ich in einer Mail diese geschlüsselte Datei reinpacke und dann hinschreibe, Passwort ist 12345. Das heißt, das könnt ihr zum Beispiel dann machen, dass ihr das Passwort am Telefon durchsagt oder dass ihr eine WhatsApp-Nachricht nur mit dem Passwort schickt. Niemals Passwort und die Datei, die verschlüsselt werden soll, zusammenpacken. Also wie gesagt, dann mit Passwort kann ich ganz einfach mein Passwort eingeben.
das und dann habe ich das Passwort schon wieder falsch eingegeben. Machen wir es nochmal. Und jetzt komme ich erst an den Container ran und kann die Datei wieder öffnen oder kann sie rausziehen. Ganz easy. Wer das nochmal nachlesen will, wie genau das mit dem Verschlüsseln geht, da empfehle ich euch die Seite datenschutzrlp.de. Das ist jetzt die von Rheinland-Pfalz. Das haben auch viele andere Datenschutzbeauftragte. Und die haben hier einen Punkt, der heißt Selbstdatenschutz hier auf der Seite. Und darunter gibt es verschiedene Sachen. Da geht es auch zum Beispiel, wie ihr E-Mail-Inhalte verschlüsseln könntet, Dropbox und so weiter sicher nutzen. Wir gehen jetzt mal gerade da rein. Und da findet ihr dann eben 7-Zip und TrueCrypt beschrieben mit Anleitung und wirklich zum Klicken, wie ihr vorgehen müsst, was ihr machen müsst. Das Gute ist bei diesen Verschlüsselungen, dass ihr also damit relativ einfach die Sachen, die ihr verschicken könnt, so sicher machen könnt, dass wirklich keiner, der das Ganze abfängt, ohne größeren Aufwand da reinkommen kann. Damit seid ihr dann eigentlich ziemlich sicher. Die Frage ist natürlich immer, jetzt wechsle ich mal wieder zurück in meine normale Ansicht, die Frage ist natürlich immer, für welche Bereiche müsst ihr welche Sicherheitsstufen anwenden? Also wenn ihr einfach nur, keine Ahnung, normale Daten habt, die jetzt nicht weiter geheim sind, die schickt ihr irgendeinem anderen Projektteilnehmer. Da müsst ihr euch jetzt nicht großartige Gedanken über die tiefsten Verschlüsselungsformen machen. Aber je nachdem, was ihr verpacken wollt, ist es vielleicht nicht verkehrt, sowas zu kennen. Okay, so viel jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr zugelabert. Matthias, ich übergebe mal wieder an dich. Ja, vielen Dank, Friedhelm. Super interessant, super spannend, super aufbereitet, danke. Ich habe mal nachgeschaut. Weder auf unserer Digitalwerkstattseite noch bei YouTube noch bei Facebook sind Kommentare angekommen, obwohl ich weiß, dass Leute zuschauen. Deswegen nochmal die Bitte, wenn ihr Fragen habt und ihr habt sicherlich Fragen, oder Friedhelm hat es so hervorragend erklärt, dass überhaupt gar keine Fragen offen geblieben sind. Egal, wenn ihr Fragen habt, fragt. Ansonsten würde ich jetzt an Freddy übergeben. Der hat sicherlich ein paar Fragen. Einen Augenblick. Hallo, da bin ich. Genau, ich bin der Freddy. Ich bin vom Projekt Plattform Internationaler Jugendaustausch. Wir wollen eine Plattform aufbauen, wo Projektmacher, die ein internationales Projekt planen, die Möglichkeit haben, bestimmte Tools zu nutzen, um da einfach miteinander zu kommunizieren zum Beispiel und Daten auszutauschen. Und da ist natürlich Datenschutz auch ein total zentrales Thema, weil wir uns nicht nur damit auseinandersetzen müssen, wie wir deren Daten schützen, sondern auch, wie wir deren Daten so schützen, dass sie da Daten von ihren Teilnehmern reintun können. Also im Prinzip die Daten, die andere abgeben, vor uns schützen können. Insofern ist das alles ein bisschen komplizierter bei uns. Natürlich sind mir auch gleich ein paar Fragen eingefallen. Und zwar, was wir momentan machen, sind so Google Docs-Tabellen. Also im Prinzip bei Google Drive ein Dokument anlegen, wo alle Projektteilnehmer drauf zugreifen können. Darf man sowas überhaupt, wenn man da Adressen und so weiter reinschreibt? Ja, das ist so die Sache. Da würde jetzt natürlich, würde man jetzt eigentlich sagen, okay, Google ist zwar ein Unternehmen, was ziemlich auf die Sicherheit seiner Server achtet, das heißt also, was Hackerangriffe angeht und so, die sind schon relativ technisch sicher drauf. Das Problem ist, wir wissen halt, dass alles, was amerikanische Dienste machen, sei es Google, sei es Facebook und so, mindestens vom amerikanischen Geheimdienst mitgelesen wird. Das heißt also, alles, was ihr da reinschreibt, da geht man davon aus, das kann auch die NSA und kann auch dann im Zweifelsfall der BND und wer auch immer mitlesen. Deswegen sagen da die Datenschutzbeauftragten, diese Cloud-Dienste von Google oder anderen amerikanischen Anbietern sind da mit Vorsicht zu benutzen. Ihr könnt natürlich da auch damit arbeiten, dass ihr zwar so ein Cloud-Drive benutzt, aber die Dateien, die bearbeitet werden, die macht ihr quasi verschlüsselt. Das heißt also, ihr legt da ein, was geht jetzt bei Google,
Drive, doch bei Google Drive kann man auch, glaube ich, normale Dateien hochladen. Das heißt, ihr macht einfach eine geschlüsselte Datei, packt die hoch und dann müssen die Leute, die jeweils, wenn die die nutzen, entschlüsseln. Damit kann auch dann Google und die Leute, die auf Google zugreifen, nichts mit anfangen. Aber ich glaube, du meinst ja eher, dass man so ein Google Spreadsheet nimmt und dann alle können zusammen in einer Tabelle arbeiten. Genau. Ja, ist komfortabel, ist aus datenschutzjuristischer Sicht schwierig. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt Anbieter nehmen, deren Server in Deutschland sitzen. Also ihr könnt, es gibt zum Beispiel vom EJUB, gibt es Etherpads, die als EJUB-Server sitzen in Deutschland und dass ihr euch da einen Anbieter nehmt, der ja, innerhalb der Europäischen Union, am besten innerhalb von Deutschland sitzt, denn dann könnt ihr zumindest relativ sicher sein, müsst ihr euch natürlich den Anbieter anschauen, dass das Zeug erstmal nicht den deutschen Datenraum verlässt. Und dem Anbieter darf ich dann auch vertrauen und das heißt, da kann ich dann einfach meine Daten reinschreiben, wenn es ein deutscher Anbieter ist. Wenn das ein deutscher Anbieter ist mit Sitz in Deutschland, dann unterliegt der jeweiligen Aufsichtsbehörde. Das heißt also, in dem Fall wäre es bei einem Dienst, wäre es dann die Bundesdatenschutzbeauftragte. Und die Anbieter dieser Dienste, die sind, wenn sie denn in Deutschland sitzen, das ist immer die Einschränkung, sind dem deutschen Datenschutzgesetz, dem Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet. Und das sagt eben, dass die ganzen Nutzerdaten, die ein Dienst ansammelt, nicht zweckverwendet werden dürfen. Es sei denn, der Dienst schreibt es in seine AGBs rein, das würde aber kein Dienst machen, beziehungsweise würdet ihr es dann ja sehen. Das ist also bei einem deutschen Dienst kein Problem. Bei Google ist es halt leider so, dass selbst wenn die in Deutschland eine Vertretung haben, in Hamburg ist Google gelistet, die sich trotzdem der Gesetzgebung entziehen. Da kann man also nicht gegen juristisch vorgehen. Okay. Dann noch eine andere Frage. Wenn ich jetzt diese ganzen Daten schon habe und die irgendwo sicher habe, dann sind die ja sicher vor Dritten, aber wer von meinem Team darf die überhaupt sehen? Also gerade wenn wir davon reden, dass es eine Gruppe mit vielen Projektteilnehmern ist oder auch vielleicht ein kleiner Verein, ist ja immer die Frage, darf das dann nur der Vorstand vom Verein sehen oder dürfen das alle sehen oder wie ist das? Es könnte ja innerhalb der Vereinssatzung könnte ja eine Regelung machen. Also nehmen wir an, ihr habt keine Ahnung, der Vorstand des Vereins und vielleicht noch die Mitglieder, die müssen dann irgendwie beim Mitgliedschaftseintrag für den Verein, müssen sie halt irgendwelche AGBs unterzeichnen, in denen steht dann so eine Verschwiegenheitsklausel drin. Das kennt man eigentlich, jeder, der irgendwo arbeitet, hat in dem Arbeitsvertrag, den er hat, auch immer eine Verschwiegenheitsklausel drin. Weil es ist von der Praktikabilität häufig schwierig zu sagen, wer darf wann auf was zugreifen. Also zum Beispiel in einem Büro, wo du hast du Sekretariatskräfte, du hast Chefs, du hast Referatsleiter, dann kannst du jetzt nicht bei jedem sagen, der darf nur dann unter den Zuständen, unter den Bedingungen auf die und die Daten zugreifen. Du kannst es probieren, je nachdem wie klein die Größe ist, aber ab einer gewissen Größe wird es schwieriger. Deswegen kannst du dich damit absichern, dass du die Leute einfach alle eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnen lässt mit Vereinseintritt und dann vertraust du drauf, dass die einhalten. Natürlich hängt das ein bisschen davon ab, wie du deine Leute so einschätzt. Wenn du da bei Sachen, bei manchen Daten denkst, ah, das ist vielleicht wirklich ein bisschen heikel, wenn das alle sehen, dann teile es nur in einer entsprechenden Gruppe. Okay. Und dann die letzte Frage, die ich habe, ist, wenn ich jetzt Daten habe von Mitgliedern, also im Verein beispielsweise, und es sagt irgendjemand im Verein, hey, ich möchte mal alle anderen Vereinsmitglieder fragen, wie dies und das und jenes ist, darf ich dann dem die Daten geben oder geht das nicht? Also, da wäre eine ganz klare Zweckbindung dann. Also da müsste dann in dem Fall der Vorstand oder der Verein entscheiden, ist der Zweck, aus dem derjenige die anderen fragen will, gerechtfertigt? Und gleichzeitig müsste man aber auch die anderen Mitglieder fragen, also es ist so ähnlich, wie wenn du eine Umfrage machen würdest an einer Schule, musst du auch erstmal die Einverständniserklärungen von allen Eltern oder sowas haben, dass du die Daten verwenden darfst. Das heißt, da könntest du zum Beispiel dann den anderen erstmal schreiben, hier, der Mitglied XY möchte eine Umfrage machen zu dem Grund, wer nicht möchte, da kann man mit einer Widerspruchslösung arbeiten. Mhm. Wer nicht möchte, dass seine Daten rausgegeben werden, der möge mir das bitte sagen. Und ansonsten, Schweigen bedeutet Zustimmung, dürftest du die dann weitergeben. Hängt halt davon ab, was euer Verein und was der Vorstand
beschließt, ob das Anliegen begründet ist. Kann ja durchaus sinnvoll sein. Also wenn irgendjemand, keine Ahnung, möchte eine Spende an alle Mitglieder machen und eine große T-Shirt-Kampagne machen, möchte euch alle T-Shirts schenken, dann ist es vielleicht sinnvoll, dass er alle anschreibt, nach der T-Shirt-Größe fragt, bevor er 50 mal L kauft und die der Hälfte nicht passt. Okay, und blöde Frage, wenn die mir jetzt diese Info geben, dass die alle L tragen, darf ich die dann auch darüber hinaus speichern, falls mal wieder so ein Fall auftritt? Oder muss ich die Daten dann löschen, weil die nur zum T-Shirt-Bestellen abgegeben wurden? Dann hängt es davon ab, wenn du denen vorher gesagt hast, wir möchten eure Kleidergröße zur T-Shirt-Bestellung und möchten das vielleicht aber auch nochmal in einem halben Jahr wieder machen, dann ist das gar kein Problem, dann darfst du das speichern. Aber du darfst jetzt nicht sagen, du speicherst die diese Angabe und verwendest das dann später für irgendwas ganz anderes weiter. Dass du irgendwie allen, die XL oder XXL haben, schickst du dann irgendwie Diätkochbücher und allen, die irgendwie, keine Ahnung, XXS haben, den schickst du irgendwie in eine Selbsthilfegruppe Magersucht. Also du müsstest dann wirklich die Daten für den Zweck, für den sie einmal erhoben wurden, dabei belassen und das darfst du nicht in anderer Form weiter kombinieren. Okay, aber ich darf sie nochmal zum T-Shirt bestellen, theoretisch nutzen, wenn es immer nur um das Gleiche geht. Genau, es ist natürlich da vielleicht auch dann ratsam, nochmal nachzufragen, ob die Daten noch stimmen, weil es gibt ja auch, also nicht nur illegal angesammelte Daten sind schlecht, sondern auch falsche Daten. Also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass, nehmen wir an, Telefonnummern oder Adressdaten, die kann man ja immer wieder regelmäßig mal aktualisieren. Da könntest du zum Beispiel dann auch deine Mitglieder nochmal anschreiben, folgende Daten haben wir von dir gespeichert, stimmen die noch? Ja, nein, vielleicht. Okay. Dankeschön. Gerne doch. Okay, ich schaue nochmal nach gerade, ob es Kommentare aus der Community gibt. Falls jetzt nichts kommt, habt ihr immer die Möglichkeit, noch Kommentare zu posten. Das ist natürlich nicht alles linear hier, sondern ihr könnt uns nachträglich immer noch mit euren Fragen bombardieren, weil ich fand, es war ein sehr, sehr gelungener Chat. Super interessant und sehr wichtig für viele. Ich habe noch eine Frage an dich, Friedhelm. Wie sieht das denn mit dem Vertrauen meiner Teilnehmer aus? Also wir haben jetzt viel über Datenschutz selbst gesprochen, über Tools und so weiter und so fort, aber was kann denn zum Beispiel Datenschutz Positives bewirken für mein Projekt? Meinst du jetzt wie? Naja, zum Beispiel, wenn es in Richtung Vertrauen geht. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich das nicht mache und es kommt raus, dann kann ich auch mein ganzes Projekt in irgendeiner Form canceln. Ja, klar, also ihr solltet halt euch bewusst sein, in welchem Bereich ihr euch bewegt und könnt dann auch ruhig damit werben zum Beispiel. Also wenn euer Projekt, wenn ihr das super datenschutzkonform alles macht, dann sagt ruhig und schreibt das auch dick drauf, dass ihr den Datenschutz beachtet und so. Das ist ja in den letzten 2 Jahren wirklich ein Thema geworden, da sind viel mehr Leute sensibilisiert worden für und da werden eher mal Fragen gestellt zu. Und wenn ihr da eben auf gewisse Sachen achtet, dann sagt das auch ruhig irgendwie und schreibt das ruhig rein. Im Übrigen, unser Projekt ist super datenschutzkonform. Das kann durchaus ein Werbeeffekt sein. Oder kann, gerade wenn ihr zum Beispiel mit Jugendlichen und Eltern, die vielleicht Nachfragen zu tun habt, kann das ein gutes Argument sein, Eltern gegenüber, dass ihr sagt, wir achten da total drauf. Okay, genau auf das wollte ich hinaus. Ja, es kommen keine Fragen mehr aus der Community. Freddy, hast du noch Fragen oder Anmerkungen oder möchtest du nochmal für dein Projekt werben? Nö, ich bin ganz zufrieden, alles beantwortet, wunderbar und hoffe, dass ich einiges mitnehmen kann für unser Projekt auch. Sehr schön. Okay, dann würde ich an der Stelle einfach Tschüss sagen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und danke an Friedhelm für den hervorragenden Input. Ciao, ciao. Gerne, jederzeit wieder. Wer noch Fragen hat, hinter mir youngdata.de, da steht es, glaube ich. Da sind viele weiterführende Links und Infos und ja, alles, was ich so erzählt habe, das steht auch, glaube ich, nochmal in irgendeinem Text rum. Und danke auch dir, Freddy, dass du dein Projekt vorgestellt hast und so viele Fragen mitgebracht hast. Wow, sehr schön. Gerne. Also ich denke, es ist ein Thema, was viele interessiert und für viele wichtig ist und wo sich bestimmt viele noch keine Gedanken zugemacht haben. Genau, ihr könnt den Chat auch im Nachgang immer wieder anschauen. Ihr könnt uns schreiben.
Ihr könnt Kommentare schreiben, ihr könnt uns anrufen, ihr könnt uns WhatsApp-Nachrichten schreiben und E-Mails schreiben mit euren Fragen. Wir werden die so schnell wie möglich beantworten. Ansonsten hat Friedhelm gerade schon gesagt, es wird einen Artikel zu diesem Videochat geben, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt, anklicken könnt. Alle Links sind dort enthalten. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, verschlüsselt immer alles schön. Eure E-Mails, eure Dateien, alles, was ihr so treibt im Internet, verschlüsseln ist gut. Und damit bin ich raus und würde jetzt noch die Endkarte einblenden wollen.